DaVinci Resolve fürs iPad Pro. Heute zeige ich dir, wie du deine Tastenbefehle ändern kannst und das Menü findest, um die Tastenbefehle zu ändern. In DaVinci Resolve öffne die Tastaturbefehle mit den Shortcode Option, Command und K. Jetzt siehst du, hier oben kannst du sogar dein Layout verändern, also Premiere Pro, Final Cut. Aber Achtung, wenn du Premiere Pro einstellst, dann hast du die Shortcuts nicht mehr, um dieses Menü zu öffnen. Also ich empfehle dir, dass du das nicht tust. Übrigens, gestern Nacht habe ich einen Weg gefunden, wie du in DaVinci Resolve nicht nur diese zwei Tabs bekommen kannst, also Cut und Color, sondern wie du alle Funktionen freischalten kannst. Dieses Video werde ich dir hier mal verlinken.